Willkommen zurück, meine Freunde, bei Prince of Persia, The Sands of Time. Oh, wir verbeugen uns sogar. Was ist denn hier los? Perfektes Timing. Diesen wunderschönen Erotikverlies. Wo es hier nur so brennt und brodelt vor lauter Geilheit. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich erhoffe mir ja irgendwo wieder eine kaputte Mauer, aber ihr kennt mich ja. Das hat was wie bei Outlast von den Batterien. Ich muss immer alles abklappern und suchen, hoffen und finden. Und ich will eh nie was. Aber egal. Ein Versuch ist es immer mal wieder wert. Ach du Scheiße, wie lange war der denn schon hier drinne? Übel. Trinken. Wie wir uns erinnern, in der letzten Folge hat man ja böse auf uns eingeprügelt. Aber natürlich habe ich uns wieder souveräner durchgemeistert. Ehrensache, Kinderspiel. So, jetzt gibt's aber ein doppeltes Rätsel. Willst du mich mal verarschen, oder was? Hallo, bleib mal offen. Tja, wie komm ich denn da jetzt rein? Zeitlupe? Also, na, das kann ich ja voll vergessen, Alter. Das heißt wohl, wir bräuchten irgendwo eine Kiste, die wir da draufstellen können. Ah, hier das Ding, ne? Oh, easy going, Baby. Aber, wartet, Freunde, wir lassen uns davon noch nicht beirren, weil es kann ja sein, dass hier noch irgendwas ist, ne? Da bin ich mir nicht ganz so sicher, gehe ich erstmal noch mal kurz hochgucken. Weil das ist mir... Achso, von da bin ich auch runtergekommen, ne? Ich bin auch so blöd manchmal. So. Mir ist es ein bisschen zu einfach. Ich habe das Gefühl, man könnte mit der Kiste hier noch irgendwo hoch. Aber wahrscheinlich bilde ich mir mal wieder mehr drauf ein, als es überhaupt ist in dem Spiel. So wie in jedem Spiel. Aber gute Spiele muss man halt ein bisschen hervorheben, ne? Also, auch wenn da nicht so viel zu tun ist. Es geht immer mehr. Was war das gerade? Ich habe doch gerade irgendwas gehört, so als ob da so ein Messer da irgendwas rauskommt. Tja, was habe ich mir da wohl wieder eingebildet? Eine gute Frage. Schön, jetzt bleibt das Scheißding wenigstens mal offen. Los, Prinz, renn! Warum kann ich eigentlich hier so drüber springen? Hm, okay. Wenn ich da runtergehen würde, wäre ich trotzdem tot. Ach du Scheiße, ist das Blut? Boah, wow, übel, das ist ja sogar Blut. Und gleich kommt noch meins hinzu. Yibi! Ah, findet den Fehler am rechten... Au, Alter, findet den Fehler am rechten Bild. Wo muss ich lang? Oh, weißt du. War ich ja schon fast da? Oh, das war jetzt aber ein Glückstreffer. Zum Glück habe ich diesen scheiß Schalter nicht gesehen. Verdammt, bin ich wieder gut. Yeah, rein da. Also langsam bin ich ja hier richtig auf Entdeckungstour. Ich glaube echt, wir haben bis jetzt alles gefunden. Also wenn ich irgendeinen übersehen haben sollte, schreibt's mir. Dann kann ich mich wenigstens zu Hause schämen. Sauf schneller. Ein persischer Prinz mit blauen Augen hat ja auch eine Seltenheit. Nicht schlecht. Nicht übel, mein Herr. So, boah, Alter, bald ist der ganze Monitor voll, ne? Ach, fuck, ich hab's gewusst. Oh, scheiße. Ach, komm, jetzt übertreib nicht. Dann spulen wir nochmal zurück, das geht ja gar nicht hier. Flatsch, Rücken aufgeschlitzt. Vielleicht könnt ihr mal sehen, was ich hier für eine Akrobatik liefere. Gib ihm, flatsch. So. Ja. So. Na, ja, fast egal. Hier kannst du doch bestimmt wieder was trinken, oder? Irgendwo? Bitte? Eine Folterkammer. Es war das erste Mal, dass ich die Gerätschaften aus der Nähe nah genug, um sie zu berühren. Wo waren die Männer, deren Aufgabe es war, Antworten auf die dringlichen Fragen des Königs auszupressen? Am Ende ereilte sie das gleiche Schicksal wie ihre Opfer. Wächter und Gefangene, gleichgestellt durch den Sand der Zeit. Der Prinz wird melancholisch, habe ich das Gefühl, ne? Ich weiß, der greift ein ganzes Land an oder so, aber im Endeffekt jetzt heute darum rum, dass hier welche Leute gefoltert wurden, also. Da hat wohl jemand nicht nachgedacht. So, wo muss ich lang, wo muss ich lang? Okay, hier scheint es richtig gewesen zu sein. Ach, scheiße. Das war doch wieder zu erwarten. Komm her. Ihr kriegt mich nie. Ah, oder? Schlag doch mal zu, du Arsch. Eieiei.
Das war gut, das war gut. Noch einmal. Bam. Okay, wohin jetzt? Ich würde ja mal fast vermuten darunter, aber naja. Ach du Scheiße. So vielleicht? Ah, easy baby, easy. Vielleicht sollte ich die Zeitlupe aktivieren, dann habe ich mehr Zeit. Spring doch mal, du persischer Arsch. Komm, auf, gib ihm. Ah. Gut. Mein Gott, wie ich's drauf habe. Was ist denn mit mir los? Irgendwie steckt gerade persisches Blut in meinen Adern. Los. Sah so schwer aus in den Videos, die Rätsel, aber irgendwie gehen sie ja jetzt voll leicht. So, das dürfte auch nicht gerade schwer sein. Ah, toll, weißt du. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen komplizierter als gedacht. Komm, Steuerung, spiel mit mir. Ui, 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 ui. Also, ich tu mal hier alle Fehler von mir wegweisen. Das hat natürlich was mit der Steuerung zu tun, nicht mit mir. Na, fuck you, gib ihm. Oh, das war knapp. So, komm, ja, wunderbar. Ich hatte mal wieder die vollste Kontrolle. Wer baut denn da eine Leiter hin, mitten im Nichts? Wenn's denn funktioniert. Und vor allem mit diesem System hier, das verstehe ich auch nicht, ne? Aber das Spiel ist ja noch... Warum war das so niedrig? Ah, okay, ich habe einen Meter vergessen. So hätte es aussehen sollen. Oh nein. Oh, was mache ich denn? Fuck, jetzt muss ich gegen Gegner kämpfen mit kaum Lebensenergie und... kaum Sandcontainer. Schwule Scheiße. Aber man meckert nicht, man macht das Beste aus der Situation und lässt sich auf die Fresse hauen. Jawohl, komm her, du Arsch. Badge, badge. Oh, die Musik ist so geil, ne? Da will ich ja mal kurz innehalten. Die Musik lässt sich feiern. Würde eigentlich den ganzen Tag zuhören und die Schnauze halten, aber naja. Irgendwie muss ich euch ja hier unterhalten. Das ist ja die Schande schlechthin. Eigentlich hätte ich mir böse Musik angehört. Gibt es dafür eigentlich eine CD zu kaufen von Prince of Persia? Das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal herausfinden. Denn die hätte ich gerne, ehrlich gesagt. Muss ich nochmal herausfinden, Freunde. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid. Für alle, die daran Interesse haben und ich sollte sie finden, werde ich das dann verlinken in die Beschreibung. Zu diesem Video hier. Aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen, ehrlich gesagt. Aber man weiß ja nie. Ich habe ja schon für viele tolle Extras, ne? Gibt's eigentlich eine Collector's Edition für Prince of Persia? Ne, soweit ich weiß nicht, ne? Schade eigentlich, sowas müssten die mal rausbringen. Hilfe. Komm, trifft ihn da vorne, trifft ihn da vorne. Jawohl. Scheiße, die Frau stirbt doch wieder fast. So, erstmal den platt machen. Jetzt ganz schnell da hinten hin, da hinten hin, da hinten. Ah, zack, gib ihm heiß und dreckig. Jawohl, schön, Freunde. Das haben wir gut gemacht. Zum Glück haben wir schon wieder so richtig wenig Lebensenergie, weil damit gibt es ja richtig Action hier. Wer braucht schon Lebensenergie? Kein Mensch. Ich frage mich echt, wie ich die Kämpfe schaffe. Ne? Also, ich nutze die ganzen Fähigkeiten gar nicht von dem Prinzen hier mal, zum Beispiel die Zeitlupe hier und sowas. Und irgendwie kann der auch so voll schnell gehen, aber ich habe keine Ahnung wie. Das hat mir doch damals mal in der Vision gesehen. Ich habe es immer noch nicht gegoogelt. Werde ich wahrscheinlich auch niemals googeln. So ist es, Freunde. Ich meine, entweder kann man es oder man kann es nicht. Scheiß drauf. So ist es halt. Boah, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ich bin tot. Was? Weißt du, da rede ich davon, dass ich hier voll die Action abliefer und voll gut bin und so. Und dann verreck ich da. Nee, danke. Oh, shit. Oh, shit. Raus da, raus da. So, jetzt hier an die Wand abspringen. Habe ich was Gutes erhofft, dann kam am Ende nur Scheiße rum. Wow, 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 wow. Hilfe. Wow. Ich finde dieses Saltos ja immer so geil, ne? Das hat ja auch was richtig Geiles irgendwie. Kann man hier irgendwo was trinken? Ja, ich vergesse das immer. Hilfe. Bei denen geht's wenigstens. Das macht es natürlich erträglicher. Naja. Der Prinz ist nicht ganz leicht physisch hier, merke ich gerade. Ah, das war gut, das war gut. Oh, die Frau stirbt da? Naja. Alter, jetzt habe ich aber wenig Lebensenergie, ne?
Langsam sollte ich auf mich aufpassen. Komm, nimm den noch. Das geht nicht mehr. Scheiße. Jawohl. Also das kann man nicht mehr Lebensenergie nennen. Das ist einfach nur noch peinlich hier, ne? Alter, wieso trifft er mich denn schon wieder? Was soll denn der Mist? So, Abgang, Prinz. Mach einen gepflegten Abgang. Oh, oh, oh. Jetzt brauche ich einen guten Plan B irgendwie, ne? Vielleicht mal was Kurzes trinken oder so, wäre schon nicht schlecht. Ich wüsste aber auch nicht wo. Alter. Wenigstens kümmert sich keiner um die Frau. Das ist doch schon mal das Positive an dieser ganzen Geschichte. Der positive Aspekt. Halt die Schnauze, Penner. Oh, ich dachte, den könnte ich jetzt gut mitnehmen, aber naja. Er hat leider noch geblockt, der Arsch. Schön in Bewegung bleiben, Prinz. Schön in Bewegung. Nein! Oh, zum Glück ausgewichen. Ja, okay, da nicht. Eieieiei. Den Schlag darf ich nicht durchführen, sonst bin ich geliefert, auch wenn der andere auf dem Boden lag dafür. Ich sollte lieber abhauen. Genau so. So, schnell dolchen, schnell. Wenn ich diese scheiß Wachen mal endlich wegkriegen würde. Die mit der Rüstung, die sind echt so ekelhaft. Und die anderen blocken hier auch zur Hälfte alles. Das ist ja... Naja, noch kann ich ein bisschen zurückspulen, noch geht's. So, weg da. Und jetzt gib ihm. Nein, Prinz. Jetzt stell dich doch nicht so an, meine Güte. So, schön auf Abstand gehen. Halt, stopp. Kümmer dich um mich, du Arsch. Perfekt. Ja, um den kann man sich jetzt auch kümmern. Jawohl. Nein, da kommen ja schon wieder welche als Nachschub. Das gibt's auch gar nicht. Wie viele soll ich denn hier noch umhauen? Zeitlupe, schnell. Oh. Jetzt gib ihm! Den solltest du jetzt eigentlich nicht zerstören, aber egal, jetzt hast du es schon getan. Macht nichts. Ey, dass ich immer noch lebe, ist ein Weltwunder. Was? Was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Eieiei, nur weil ich die Zeitlupe benutzt habe. Das wurde mir zum Verhängnis. Das gibt's ja gar nicht. Schande über mich, Freunde. Schande über mich. Das war peinlich jetzt, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, hallo, ich bin hier selbst gerade an die Wand gedrückt. Zack. Du wirst ja wohl noch klarkommen, du wurdest gerade einmal getroffen, stell dich nicht so an. So, besser. Jetzt hast du Luft zum Atmen. Ah, ich hasse diese Zeitlupe, ne? Die wurde mir zum Verhängnis, hätte ich die nicht benutzt. Wäre alles gut gewesen. Wäre mir schön weit und gut voraus, aber naja. Meckern bringt nichts, da müssen wir jetzt durch. Der eine liegt auf dem Boden, das sollten wir jetzt eigentlich mal ausnutzen. Komm, dolche den, jawohl. Den am besten noch ein bisschen loswerden. Ah, mach doch irgendwas tot, Mensch. Gib dir mal ein bisschen Mühe jetzt hier. Ich glaube, man hört es. Ich bin ein bisschen gestresst auch so vor dem Kampf. Ist schon übel auf jeden Fall, ne? Aber jetzt haben wir ja wieder einigermaßen Lebensenergie und können auch mal den ein oder anderen Treffer wegstecken. Oh, das war knapp, Alter. Fast wäre meine Wirbelsäule in 20 Splitter zersplittert, aber das geht. Was war mit dem los? Ach, der war tot oder was, ne? Wieso kann ich den nicht angreifen? Oh, Hilfe. Oh, meine. Da hinten, der liegt auf dem Boden. Nein, der steht wieder auf. Ach, leck mich am Arsch. Kann ich schon vergessen, wenn er wieder direkt aufsteht, brauchst du gar nicht mehr hinrennen. Ey, meine ganze Leiste ist so voll, wieso liefere ich mich mal nicht ein bisschen Action ab hier? Was denn los? Frau, du brauchst keine Hilfe, alles ist gut. Fuck. Da spule ich zurück. Ich versuche so gut wie möglich meine Leben zu behalten, deswegen... Komm, weg da, Prinz. Und auf den drauf. Jawohl. Klappt doch. Im Endeffekt. Aber noch ist der Tag nicht gerettet, ne? Also es kann noch schlecht ausgehen für uns. Oh shit, die geht mir weg. Wieso blocken die denn jetzt auf einmal alles? Davor kam ich doch auch immer direkt durch. Feigen Penner, Mann. So.
Nummer 10 oder 15. Keine Ahnung, wie viele wir schon weggehauen haben. 100 wahrscheinlich. Gefühlte 1000. Ah, versuch doch nicht immer hochzuklettern, Prinz. Prinz, geh weg. Prinz, eieiei. Warum rufe ich denn überhaupt? Mach doch mal eine geschickte Prinzenrolle, dann geht es auch schon. Aber nein, er lässt sich lieber 50 mal treffen. Boah, das war gut, das war gut. Alter, Maschine. Hab ich ja mal ein bisschen Talent. Alter, ich wollte da gar nicht hochklettern. So, hat er genau den richtigen getroffen. Gefällt mir. Sehr gut, Prinz. Jetzt bin ich gerade stolz auf dich. Da liegt einer auf dem Boden, habe ich gesehen. Hab ich mich verguckt jetzt? Ja, ich glaube, ich habe mich geguckt, ne? Alter, geh da weg. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Gut, Prinz. Langsam bin ich stolz auf dich, was du da tust. Was auch immer du da tust. Irgendwas tust du auf jeden Fall. So, dich noch. Ah, da haben sie sich gerade gegenseitig getroffen oder habe ich mir das eingebildet? Boah, der Hammer, Mann. Schön, dass ich so gut ausweiche manchmal. Aber ich glaube, das ist mehr Glück als Verstand. Oder Talent oder sonst irgendwas. Er hätte mir fast die Hacke weggehauen. Toll, und ich bin daneben, weißt du? Übel. So, wie mache ich den da jetzt am besten? Durch die Wand, also mit der Wand geht es am einfachsten, aber die lassen sich ja... Nein! Alles ist gut, Freunde, alles ist gut, ich lebe noch. Steck das Schwert weg. So, hoch mit dir. Bist du zu blöd zum Hochlaufen, oder was? Lauf hoch, Prinz! Lauf hoch! Jetzt hat er es gemacht. Hilf mir! Ja, ja, ich komme. So. So, wunderbar. Ich glaube, nur noch diese zwei. Also einer gleich. Ja, ja, das sieht gut aus für uns. Das sieht gut aus, Freunde. Wunderbar. Wird aber auch mal geschmeidig Zeit, würde ich sagen. Ja, das war der letzte. Geil. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss.